Maurizio, das ist ein Fragebuch mit 600 Fragen drin. Erste Rubrik ist «Jetzt gerade». Wir können sagen, es ist eine Fangfrage, Marco. Die bekannteste Person, mit der Sie jemals gesprochen haben? Bekannteste? Ja, was ist die bekannteste Person, die du jemals mit ihr gesprochen hast? Gibt so viele. Randmatt ist im gleichen Raum, pass auf, was du Ja, wir nehmen schon den Randmatt, wieso nicht? Also mit dem Hugo Sanchez und so, hast du mit dem reden? Mit dem habe ich nicht geredet. Aber der Rudi Steilicke ist natürlich auch eine sehr bekannte Persönlichkeit und ein geiler Typ. Also wir sehen, er ist im Privaten schon ein Lebemensch. Also muss ich sagen. Und da bin ich froh, ist der Steilicke nicht so, wie wir eigentlich Nein, absolut. Also wir wären wirklich überrascht, wenn man ihn persönlich kennt. Meine Liebe hat das Thema gehabt. In Ihren Beziehungen waren Sie eher der, der liebte oder der geliebt wurde? Der liebte wahrscheinlich. Bedingungslos? Ja, also wenn ich mit einer Person zusammen bin, dann liebe ich sie bedingungslos. Das ist so. Und darum bin ich auch so lange mit der Ilona auch zusammen. Es ist sehr... eine geile Zeit, die wir immer da haben miteinander und es sind drunter und drüber und es ist schön. Kinder haben, etwas, das sie nie getraut haben und von sich wünschen, dass sie sich nie getraut haben und sie sich wünschen, dass es ihre Kinder tun werden. Ich bin nicht leider, sondern ein glücklicher Grossvater. Also von daher sehe ich Kinder Liebe und es ist immer fantastische Sache, wenn ich ins Tessin runtergehe und mein Enkelkind und meine Tochter. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das hätte ich auch machen sollen? Wo Kinder machen das? Ja, das ist Weltreise, absolut. Ja. Wenn ich nicht mehr Fußballer wurde, damals, dann hätte ich ganz sicher eine Weltreise gemacht. Das war mir leider nicht möglich gewesen. Jetzt hätte ich Zeit, aber nein, ich glaube nicht, dass ich bin überzeugt, dass ich in Kürze wieder einen Job wieder habe. Von dem gehe ich aber aus. Das klingt schon, wenn nein, nein, sagen. Ich gehe einfach von dem aus, dass ein Schicksal macht mit jemandem immer wieder etwas Neues und von daher gesehen sage ich immer, es ist immer wieder eine Möglichkeit, etwas anderes aber noch zu erleben. Noch nicht. Mal schauen, ob wir in dieser Sendung noch The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on sportlhd.com.